Was 1994 als Mädchenchor des Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasiums Groß-Röhrsdorf begann, feiert mittlerweile sein 30. Jubiläum. Vor der Pulsnitzer Kirche St. Nikolai bildeten sich lange Schlangen. Um die 600 Besucher jeden Alters wohnten dem Jubiläumskonzert bei. 1994 war Eileen Linz amerikanische Fremdsprachenassistentin und der Pfarrer Groß-Röhrsdorfs, Norbert Littich, Religionslehrer an dem Gymnasium. Unsicher, ob diese Form der Musik überhaupt Fuß fassen kann, hatte der Chor in der Kirche Klein-Röhrsdorf 1995 seinen ersten Auftritt. Und damit nahm alles seinen Lauf. Was empfindest du im Blick auf den Chor und im Blick auf diese volle Kirche? Ich finde es einfach wunderbar. Es ist wie ein Wunder. Wie oft im Leben hat man die Gelegenheit, etwas anzufangen, was von Dauer ist und was so viel Freude und so viel Schönheit in das Leben von so vielen Menschen bringt. Ich bin unendlich dankbar. Ich bin unendlich dankbar. Nachdem Linz in ihre Heimat zurückgekehrt war, übernahm Sandy Schneider die Leitung des Chores und wird seit einigen Jahren von Valeska Nowakowski dabei unterstützt. Seit 2014 ist der Gospelchor Groß-Röhrsdorf als Verein registriert und ist mit aktuell 28 Mitgliedern auch kein rein weiblicher Chor mehr. Die Veranstaltung erinnerte in dem Rahmen auch an den Brand der Kirche in Groß-Röhrsdorf, weshalb es den Musikerinnen und Musikern auch verwehrt war, in ihrer eigenen Stadtkirche ihren runden Geburtstag zu feiern. Bereits seit 2009 richtet der Chor jährlich einen Gospel-Workshop aus, bei dem Musikbegeisterte in die Welt des Gospels schnuppern können. Am Ende eines für alle sehr emotionalen Abends traten Workshop-Teilnehmende zusammen mit weiteren Musikern, dem Chor und Eileen Linz auf die Bühne.